Wie soll ich das sagen? Mir ist etwas aufgefallen, okay? Mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich ein großes Interesse daran gibt, wie Ketchup hergestellt wird, ja? Da fragt ihr euch, warum? Nun ja, hier wurde am 15. Mai 2020 How Tomato Ketchup is Made, Tomato Harvesting and Processing Process for Modern Technology hochgeladen. Und dieses Video hat insgesamt 30 Millionen Aufrufe gemacht. Nach 5 Monaten. Was sehr unglaublich ist, deswegen schauen wir da mal gemeinsam rein. Es sind insgesamt eigentlich 7 Monate, aber ist jetzt auch egal. Ich wollte schon immer mal mit euch gemeinsam herausfinden, wie das funktioniert. Und dass es von der Tomate stammt, das ist mir klar. Aber wie es dazu kommt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wie so eine Tomate denn eigentlich zu einem Ketchup wird, gar keine Ahnung. Also hier sehen wir, das ist wahrscheinlich in Italien, weil ich habe da jetzt gerade Italien oder sowas an dieser Maschine da gelesen, ne? Und die heben sozusagen diese gesamten Tomatenbüsche einfach auf. Und die Maschinen sind einfach schon so krass, dass die einfach von alleine diese Sträucher und Tomaten voneinander unterscheiden können. Das finde ich immer voll interessant. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird, ohne dass die Tomaten kaputt gehen. Weil eigentlich muss die Maschine ja die Tomaten aus dem Strauch rausziehen. Aber ich frage mich, wie funktioniert das, dass die Tomate da nicht kaputt geht? Guck, der geht da dann gleich rein und dann nimmt er sozusagen diese ganzen Büsche mit und der rupft die dann direkt raus, ohne dass die Tomaten kaputt gehen, was ich voll unglaublich finde. Wie separiert er das? Weil auf der anderen Seite, da sind nur noch Tomaten und auf der anderen Seite sind dann nur noch die Gräser sozusagen. Wie wird das so gut separiert? Also da kommen schon noch ein paar Stränge und so mit, sehe ich schon. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das mega gut. Guck mal, wie viele Tomaten da einfach sind. Jo, und die werden alle für Ketchup verwendet wahrscheinlich oder für Tomatensalat. Oh, oha, es werden sogar die grünen Tomaten werden von den roten Tomaten sogar separiert. Das heißt also, da ist wie so ein Computer, der wahrscheinlich aussortiert, welche Tomaten grün sind und welche rausgeschmissen werden müssen. Das ist ja überkrass, Mann. Schaut euch das mal an, der gesamte LKW ist einfach voll mit Tomaten. Und da sind noch die Farmmitarbeiter, die übrigens auch alle gleichzeitig noch mithelfen, ne? Und händisch nochmal die grünen Tomaten, glaube ich, raussuchen. Oha, die haben so einen Bagger und mit diesem Bagger stapeln die einfach auf Ciao-Paletten. Alter, voll viele Tomaten. Ah, und so werden dann die Tomaten mit einem LKW sozusagen Richtung Fabrik gefahren, denke ich mal. Und jetzt werden die Tomaten gewogen bei der Ankunft. Dann druckt er da irgendwas aus. Das Tomatenblatt hat er ausgedruckt. Und jetzt parken die ganzen Tomaten hier einfach rein. Alter, sind das viele Tomaten, Mann. Yo! Das ist wahrscheinlich der Qualitätscheck. Ah, da sortieren die auch nochmal sozusagen. Ah, guck mal, da ist sogar eine kaputte Tomate mit dabei gewesen. Also das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach zu sagen. Ah, guck mal, der püriert die Tomaten sogar extra beim Qualitätscheck. Weil dadurch kann er nämlich herausfinden, ob die Fuhre eine gute Fuhre ist und ob es eine gute Ernte ist. Ich glaube, hier werden die gekocht, kann das sein? Ist das nicht so ein Hitzebad, was die da haben? Alter! Oder ist das der Waschprozess? Yo, schaut euch das mal an, wie die da hochgehoben werden. Das ist so cool gemacht, Mann. Sieht mega satisfying aus. Überall tanzende Tomaten. Das sind sowas wie Rollen. Ah. Oh, hier werden, glaube ich, die kleinen Tomaten aussortiert. Das heißt, okay, ich verstehe. Es gibt manchmal diese kleinen Tomaten, die man kauft in so Bechern. Und diese kleinen Tomaten werden sozusagen von den großen Tomaten aussortiert und dann als andere Tomaten verkauft, glaube ich. Ich glaube, die häseligen Tomaten, ne, die werden verwendet, um Tomatensoße daraus zu machen. Und die kleinen Tomaten, ich glaube, die werden verkauft, damit die so zum Essen, so als perfekte Tomate, glaube ich. Oh, guck mal, hier sind die sogar, glaube ich, schon gekocht. Das heißt, guck mal, da dampft es auch überall schon. Das heißt also, hier werden die gesamten Sachen jetzt schon gekocht und durchgezogen. Oh, Junge. Da kommen auch nochmal... No, Alter, das sind überall Tomaten, wo ich hingucke. Okay, das heißt also, so sieht der gesamte Prozess da drin aus. Jetzt werden die wieder irgendwo reingeschleudert. Oha! Und da sind jetzt, was weiß ich, wie viele Mitarbeiter, die alle gleichzeitig Tomaten einfach raussuchen. Wahrscheinlich suchen die jetzt nochmal die Qualitäts, das ist der Qualitätscheck sozusagen, dass bloß keine Tomate übersehen wird. Und wisst ihr, was ich mir denke? Und zwar die Leute, die hier hinten stehen, ja, die sind doch eigentlich die fröhlichsten überhaupt, oder? Weil guck mal, diese Frau hier hinten, die hat 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter vor ihr. Das heißt also, eigentlich hat die fast nie Arbeit, weil die anderen 5 ja schon bestimmt alle anderen Tomaten schon wieder rausgeholt haben. Haha.
So ein kleiner Schlingel, die Frau da. Ich würde mich auch immer hinten hinstellen. Da hätte ich am wenigsten rauszupicken. Das wäre richtig gut, Mann. Ich frage mich jetzt, wie daraus Ketchup jetzt gemacht wird. Ist Ketchup der nächste Schritt oder werden die jetzt in Dosen reingegeben? Das ist das, was ich mich frage. Weil das ist, glaube ich, eine Dosentomatenfabrik und eine Ketchupfabrik, okay? Jetzt kommen wir zu den Dosen. Jetzt kommen die Dosen ins Spiel. Das heißt also, jetzt werden hier gerade so Tomatensachen richtig püriert. Und da kommen die Dosen. Oh mein Gott! Das ist wie ein Karussell. Und dieses Karussell, da kommen die pürierten Tomaten raus und werden dann aufgefüllt, währenddessen die sich da drehen. Oh Junge, was? Das ist ja überkrass, Mann. Ich glaube, so werden wahrscheinlich auch Raviolis und so in der Dose gemacht. Ah, guck mal, die legen nochmal, falls irgendwo ein bisschen zu wenig drin ist, legen die nochmal ein bisschen was dazu. Alter, was für eine schwierige Arbeit. Die müssen ja die ganze Zeit da mit den Händen arbeiten, ne? Was ist das denn jetzt? Ist es hier nochmal ein Tomatenprozess? Oh, das ist jetzt ein anderer Tomatenprozess mit einer anderen Tomatensorte. Das ist das tomatigste Video, was ich mir jemals angesehen habe. Diese Dinger da, die pressen wahrscheinlich diese Aluminium-Dinger drauf, damit die Dosen auch zugehen. Das heißt also, die pressen da was drauf und dann sind die hier auch schon geschlossen, ne? Das heißt also, die werden so mit Druck einfach zugemacht und zugeschweißt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und jetzt frage ich mich aber, wie wird die bedruckt? Aha, was? Jetzt sind die auf einmal bedruckt gewesen. Und jetzt sind die auf einmal schon in Kartons. Das ging mir zu schnell. Ich habe nicht gesehen, wo die bedruckt werden. Wo werden die bedruckt? Oh, aber jetzt kommen die Ketchupflaschen. Ja, okay, gut, egal. Aha. Okay. Das heißt also, hier, dieser Container, diese Maschine kann 2000 Ketchupflaschen auf einmal sozusagen drin haben. Und die kann sozusagen diese Ketchupflaschen richtig sortieren. Und jetzt ist das Interessante, dass jetzt hier eine Ketchupflasche richtig befüllt wird. Das heißt also, wir schauen mal ein bisschen genauer rein. Gripping Pads von Neck Handling. Okay, ist irgendwie so ein technisches Zeug, was eigentlich so ein bisschen unnötig ist. Das heißt also, wir haben dann hier nochmal einen Pistenfiller. Ach so, der Pistenfiller, das ist jetzt der, der wieder den Tomatenketchup da reinfüllt. Und der hat dann 24 Dosen, die da drin sind. Okay, das heißt also, die Tomatenketchup-Flaschen werden dann hier abgefüllt in so einer Drehbewegung. Und dann, was passiert, wenn die voll sind? Wenn die voll sind, dann verschwinden die einfach oder wohin geht das dann? Das frage ich mich. Ah, jetzt schließt sich, genau, jetzt sind alle voll geworden. Jetzt schließt sich der Hahn an Ketchup und jetzt werden die rausgefahren. Okay, das ist also wie ein richtiges Karussell. Das heißt also, die fahren da alle rein in das Magazin, dann werden die aufgepumpt und dann, wenn die fertig sind, werden sie wieder alle rausgefahren, dann werden die nächsten wieder reingelassen. Das ist ja mega. Das heißt, oh, und da werden sozusagen die Ketchup-Deckel sozusagen entwickelt. Die werden dann da reingefahren. Und die werden dann automatisch irgendwie sortiert, dass die da durchfahren und werden auf die Ketchupflasche direkt draufgesetzt. Oha, die schrauben das sogar extra drauf. Schaut mal, diese Maschinen, wenn die weggehen, dann drehen die sich richtig. Boah, geht das schnell. Okay, und dort oben wird jetzt noch... Oha, oha, guck mal, wenn es auch manchmal nicht geklappt hat bei den Ketchupflaschen... Dann haben die hier einen Scanner, Control Device for Induction Foil. Okay, das ist dann Induktion, mit Induktion funktioniert das. Und wenn es da keinen Sticker erkennt oder keine so eine Kappe erkennt, dann kommt da... Aha, seht ihr das? Ganz, ganz klein. Warte mal, wir gehen nochmal kurz zurück. Hier links ist so ein kleiner Stab, seht ihr den? Ey, warte, wir schauen einfach mal in 0,25 Geschwindigkeit. So, okay, da ist der Scanner, der Scanner, der Scanner. Und jetzt möchte ich ganz genau gucken, jetzt kommt der Stab. Bam! Seht ihr es? Zack! Da kommt der Stab und zack, da fährt die Flasche weg. Unnormal. Und dann, nachdem die sozusagen alle aussortiert wurden, alle beklebt wurden und alle fertig sind, werden sie dann nochmal gekühlt im Cooler. Und da wäre... Was? Das ganze Ding ist voll mit Ketchup? Oh mein Gott, das sind alles Ketchup-Flaschen. Alter! Das ist ja krass. Okay, das heißt... Ah, und hier ist dann sozusagen die Labeling-Maschine. Die kleben... Oha! Oha, oha, oha. Das möchte ich mir nochmal in langsam ansehen. Wenn wir uns das mal genau ansehen, das dreht sich. Das heißt also, hier sind dann so die Etikettiergeräte und die drehen sich immer mit dem Etikett. Das ist ja unglaublich. Und dann mit jeder Flasche kleben die ein Etikett drauf. Boah. Das ist ja krass, Mann. Das ist wirklich krass. Okay, und da werden dann sozusagen die Flaschen dann sozusagen aufgeteilt, in Kartons sozusagen eingepackt. Die Kartons... werden sogar selber... Anmerkung, kann ich das ausmachen? Mann, ich kann das hier alles nicht ausmachen. Krass,
Die Kartons werden dann alle noch fertig gepackt mit Alufolie und gehen dann sozusagen raus. Ich habe da jetzt zu viele Videos, die mir angezeigt werden, aber... Danke, Leute. Falls ihr mir Gesundheit wünschen wollt, schaut unter shop.arizoo.de vorbei. Dort gibt es übrigens noch den Dr. Auge als Riesenplüschtier, inklusive Autogrammkarte. Falls ihr da gerne mal reinschauen wollt, schaut gerne in den Shop vorbei. Es gibt dort viele coole Sachen. Ja, das war, wie Ketchup gemacht wird. Ich hoffe, das habe ich euch ein bisschen näher gebracht. Ich habe es selber gar nicht so richtig gewusst. Aber es ist sehr interessant, wie das Ganze funktioniert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.